Mein bester Verkäufer fährt ein Auto, das ist mindestens so gut wie meins. Die wissen gar nicht, ich habe vor 25 Jahren aufgehört zu arbeiten. Du schreibst in einem Buch von dir von der Massenmenschenhaltung. Ach, diese One-Size-Fits-All-Politik geht nicht. Also ich bin gnadenlos einflusssüchtig. Wie geht man mit Situationen um, wenn der Staat dann nicht mehr seine Verantwortung im vollen Maße wahrnimmt und etwas schwächelt, wenn man es einmal so ausdrücken kann? Herzlich willkommen beim Money Talks hier in der Lounge von Pallas Capital. Wir sprechen heute über die Bauindustrie und ich freue mich sehr, dass wir den Geschäftsführer der H-Bau, Dr. Karl Steinmeier, heute zu Gast haben. Grüß Gott. Herr Dr. Steinmeier, wenn man im Management eines Baukonzerns tätig ist, hat man da auch handwerkerisches Interesse oder passt das nicht zusammen? Naja, man muss eines haben. Ich habe es auch, aber ich glaube, so erfolgreich im Handwerk bin ich nicht. Haben wir ja bei Undercover Boss auch gesehen. Aber wichtig ist, dass du die Leute, die das Handwerk verstehen, verstehst als Kaufmann, und das funktioniert ganz gut bei uns. Wie schafft man es, so große Baustellen zu kontrollieren und dass da nichts passiert? Wir bemühen uns immer wieder im Weg von Schulungen, im Weg von Trainings, die Leute, die da draußen vor Ort sozusagen die Schlacht schlagen, gut auszubilden, sie auf diese Besonderheiten hinzuweisen. Wir legen, wir haben einen sehr hohen Stellenwert und hohen Standard von Arbeitssicherheit. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Leute gesund sind und bleiben. Und dort liegt heute, auch aufgrund der Vorschriften, eine enorme Herausforderung für unsere Poliere, Vizepoliere, Projektleiter, Bauleiter. Also die leisten schon Enormes. Das wird... Man sieht aber am Ende das fertige Bauwerk und sagt, nun, lässig, schön, ordentlich. Aber was da an Detailarbeit dahinter steckt und vor allem an Improvisation. Die Leute stoßen auf die Natur. Auf einmal ist was anderes, als beschrieben war. Es muss aber weitergehen. Ne? Wir sind immer verschrien, wir halten alle Verkehre auf und sonst was. Na ja, wir können es auch nicht aus der Luft bringen. Das Verständnis für das, was der Bau generell macht, ist leider sehr, sehr niedrig. Ne? Ist aber auch sicher, rührt daher, dass es so viele Schauermärchen halt über den Bau gibt. Ich nehme jetzt nur den Begriff Pfusch in den Mund. Das ist für eine Branche immer schlecht. Ne? Aber wie gesagt, unser Standard ist sicherlich sehr, sehr hoch und unsere Leute sind top. Ja. Sie waren in der Serie Undercover Boss unterwegs. Ja. Sind Sie heute auch noch manchmal inkognito auf den Baustellen? Nein, es war damals schon schwierig genug. Meine zwei Kollegen, den leider mittlerweile verstorbenen Karl Trauner und den Anton Kahner, davon zu überzeugen, dass wir mittun. Weil die beiden haben gesagt, du wir schaffen es nicht mehr. Die sind also knapp 60 gewesen, wie das war. Und außerdem, die sind beide 30, 35 Jahre im Unternehmen, die haben gesagt, mich kennt jeder, ne? Also die beiden betreffend. Und bei mir, weiß ich nicht, hat Charlie Trauner damals gesagt, und die kennt schon jeder ob der Größe. Ne? So viel 2 Meter Leute haben wir nicht. Also du fliegst auf, sage ich. Die sagen vom Fernsehen, die sagen, wir richten die so her, dass die keiner kennt, das haben sie auch geschafft. Und daher, aber sie waren dann auch wirklich begeistert, wie wir es gemacht haben. Und für uns hat die Motivation war eigentlich hausinternes Marketing für unsere Leute. Das ist damals auch zusammengefallen mit der 100-Jahr-Feier. Also wir haben einen riesigen emotionalen Hype dadurch gehabt und damit war der Zweck wirklich erfüllt. Jetzt, wenn man sich so Baustellen ansieht, ist es eigentlich gleich komplex, ein Einfamilienhaus zu bauen wie einen großen Bürokomplex, oder ist das komplett was anderes? Wissen Sie, im Grunde ist es das Gleiche. Dort haben Sie halt einen privaten Bauherrn, der sich ein Reich schaffen will, für sich, seine Familie, und der denselben Stellenwert hat wie der Investor, für den du eine 5000 Quadratmeter Einheit machst. Die Rahmenbedingungen, die Standards sind immer gleich. Ob es klein ist, ob es groß ist, und wir sind in jeder Größenordnung tätig als Gesamtkonzern. Ob wir jetzt, ich mache es jetzt ganz einfach, ob wir einen privaten Gehsteig asphaltieren, weil wir gerade in der Nähe sind, oder ob wir eine ÖBB-Zentrale, wie bekannt ist, bauen, ob wir im Stuttgart 21 federführend dabei sind, ob wir,
ob wir zukünftig die Erdberger Lände bauen, ob wir, also ich könnte zahlreiche Bauwerke in der Größenordnung von, also bis auch über 100 Millionen schwer, die wir errichtet haben, in, vor allem auch in Wien. Und ja, die Musik bleibt immer die gleiche. Die Ansprechpartner sind vielleicht vermindert, aber das darf einer Qualität keinen Abbruch tun. Und für den, der sich ein Einfamilienhaus baut, ist es genauso wichtig wie für den Investor, der dann an zig Hunderte weiterverkauft, weitervermietet. Die Herausforderung ist und bleibt die gleiche. Top-Qualität zu einem versprochenen Preis. Und ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist um Europa um 150.000 Euro oder ob das ein Komplex ist, der 85 Millionen kostet, der vis-à-vis ist, fordert artgerechte Erfüllung und Zufriedenheit. Und das bleibt immer das Gleiche. Manche Baustellen sind ja wirklich gigantisch. Gibt es da auch manchmal dramatische Situationen? Also die dramatischste, die ich in meiner Haberzeit erlebt habe, das war U3 Wien Mitte, wo die Östostettin federführendes AG-Mitglied war. Es ist dann auch durch die Medien gegangen, durchs Radio gegangen, wie die Decke runtergekommen ist. Ich meine, U3 Wien Mitte hat schon eine besondere Herausforderung gehabt, nämlich ein derartiges, kolossales Bauwerk zu errichten, wo unter dem Bauwerk der ganz normale U-Bahn-Betrieb vonstatten gegangen ist. Also, aber da haben sie auch alle Leute dort, also auch unsere Mitbewerber, die damals in der AG waren, schon hoch ausgezeichnet, weil da ist gar nichts passiert, Gott sei Dank. Aber das war das Einprägsamste. Ne? Und ich meine, wenn Sie heute als Tochter Östostettin im Tunnelbau bei einer Sprengung beim klassischen bergmännischen Vorantreiben dabei sind, dann hat das macht schon Eindruck. Du denkst, das musst du irgendwo einstürzen, das stürzt dann Gott sei Dank nicht ein. Und also es gibt die Haber mit ihrem schweren Erdbau zum Beispiel, also wenn da die Maschinen auffahren, ob jetzt im Straßenbau, ob im Pipelinebau, da passieren Erdbewegungen, die sind enorm. Also wenn du nur den Lärm hernimmst, wenn da einmal die ganze Phalanx loslegt, das ist ja wie eine Schlachtreihe, ne, wenn die losfahren, das ist schon beeindruckend. Und darum ist, ob es unsere Maschinisten sind oder ob im Tunnelbau die Mineure, jeder Beruf, der bei uns ausgeübt wird, muss man speziell als Administrationsmensch, der ich halt bin, schon die nötige Aufmerksamkeit und den nötigen Respekt zollen. Ne? Also da passiert nichts von selbst. Sie haben die unterschiedlichen Berufe angesprochen. Bietet die Baubranche eigentlich noch Chancen für junge Menschen, eine Karriere zu machen? Auf jeden Fall. Nur, wissen Sie, es ist halt wenig attraktiv, wenn du dann in der Disco sagst, ich bin Maurerlehrling, und der andere sagt, ich gehe in Tag. Oder wenn er schon ausgelernt ist, hat das wenig Sex, Sie verzeihen den Ausdruck, ja, im Umfeld, als wenn der sagt, ja, und ich studiere jetzt Jus. Das ist, aber das hat die, na, die Wirtschaft hat es nicht übersehen, die, vielleicht alle Institutionen haben die Attraktivität der handwerklichen Berufe, werden völlig unter ihrem Wert geschlagen. Ne? Ich weiß nicht, was wir mit den vielen Abgängern dann irgendwann einmal machen. Es wird uns halt so gehen wie in London, weil da hört man ja die Schauergeschichten, dass erstens einmal der Stundensatz von einem Installateur schon höher ist als der von einem Finanzberater in dieser Metropole und dass du im Frühjahr gut beraten bist, dich für den Herbst für die Heizungswartung anzumelden, weil sonst bleibt es kalt. Und dass man aus dem nichts lernt, ja, es ist so. Aber schauen Sie, ich habe selbst zwei Kinder und ich wollte immer, dass meine Tochter Goldschmied wird, ne? Und dass mein Sohn ein kräftiges Handwerk lernt, aber die sind schon hineingelebt, wenn der Vater Akademiker ist. Na, jetzt gehen sie schon mal aufs Gymnasium. Aber es ist so, wie es ist. Ne? Nur, also wir haben insofern bei den Lehrlingen noch relatives Glück, weil wir viele Leute, viele jahrzehntelange Mitarbeiter, die kommen aus dem sogenannten Mühlviertler Hinterland. Sie werden es nicht glauben, es gibt da Kleingemeinden, da beschäftigen wir die halbe Gemeinde.
aber das sind Pfundskerle und auch im Rechnungswesensbereich. Wir haben alles aus dem Hinterland, und was mich einmal sehr, sehr gefreut hat, war bei einem kaufmännischen Lehrling aus St. Georgen am Walde, das ist so gut 15, 20 Kilometer vom Berg weg, und die hätte in der Föst anfangen können und die hat lieber bei uns angefangen. Also wir sind halt auch ein Familienunternehmen, man weiß, dass wenn es irgendwo brennt, dass Geschäftsführung, Bereichsleiter, Gesellschafter, die stehen hinter einem. Also unsere Eigentümerfamilien haben jetzt mal eine Woche vor der Weihnachtsfeier einen Sozialausschuss, ne, wo also zwischen 40.000 und 50.000 Euro gestiftet werden für tragische Fälle. Da ist im Privatbereich ein junger Familienvater ums Leben gekommen. Ja, dann stehen unsere Gesellschaften mit 5.000 Euro vor der Tür. Das erleben sie bei uns. Ne? Und sie beschäftigen sich auch mit dem Schicksal. Wir haben, oder ein anderer Fall war, da hat ein Mitarbeiter von uns ein Dirndl gehabt, war ihm behindert. Und die Fachärzte haben gesagt, die Delfintherapie in Amerika, da gibt es so ein eigenes Institut, die würde helfen, dann sind die 12.000 Euro halt am Tisch gelegen. Ne? Und das ist schon was Feines in einem Familienunternehmen. Du weißt, du kannst dich in der Not auf ihn verlassen und trotzdem, wie gesagt, im Vorjahresschnitt 4.716 Mitarbeiter beschäftigt haben. Es weiß jeder, wenn ihn wirklich die Not heimsucht, dann ist wer da. Trotz der Größe, und man ist nicht anonym, und das ist sehr wertvoll. Wir sind ein bisschen vom Beruf abgewichen. Es ist unheimlich schwierig, wirklich noch Lehrlinge zu kriegen. Ich bin nur in einer Zeit, ich bin 61er Jahrgang, ich bin also in einer Zeit ins Gymnasium gekommen. Wenn du da in der Volksschule einen Dreier gehabt hast, dann hast du nicht ins Gymnasium gehen können. Es war halt so. Ich meine, heute hast du keine Hemmschwelle, sondern heute kannst du durch ein Tal auch gehen, bist auch dabei. Und das wird uns irgendwann einmal am Kopf fallen, garantiert. Nutzen Sie in der Haarbau in Ihrer Branche auch die Digitalisierung zu Ihrem Vorteil? Ja, wir sind jetzt gerade an der Evaluierung der Systeme. Ich bin etwas zurückhaltender. Ich sage, warum soll die Arbeit anderer machen? Also das müsste von anderen Berufsgruppen viel mehr kommen. Wir lassen uns wieder nach allen Regeln der Kunst vergewaltigen. Ich meine, du redest ja auch von einer Menge Holz, das da verbrennt wird. Aber es schafft natürlich seinen Vorsprung. Aber ich habe erst jüngst bei einem Vortrag, wo also das BIM, wie es so schön heißt, angewendet wird, feststellen müssen, und das hat auch der Projektleiter da gesagt, das Ganze scheitert an den Leitungskapazitäten. Ja? Also wie viel Terabyte und sonst was da durchgejagt werden muss, und wenn du nur einen Strich änderst, der über das ganze Projekt drüber geht, ich glaube, da überschätzen wir uns. Und ich bin nicht der Meinung, dass jemals eine virtuelle Baustelle geben wird. Der Überzeugung bin ich auch dazu, wir bauen nur Prototypen. Ja. Es ist nie was so, wie es ursprünglich angefangen hat. Es ist partnerschaftliches Agieren mit dem Bauherrn, ist das Allerwichtigste. Die Zeit lehrt uns leider, dass kein Mensch mehr Entscheidungen trifft. Ja. Würde auch nicht für gut heißen. Daher Verzögerungen, Verschleppungen, Streit, Schlichtungen, das wird leider mehr und mehr. Und es ist alles schon einmal leidenschaftlicher gegangen. Und ich bin in der Branche jetzt doch schon fast 20 Jahre tätig. Handschuhqualität, von der man so gern spricht, die ist auch ein bisschen im Verkümmern. Ja. Schnell machen, und dann kann sich jemand an was nicht erinnern, das wird auch immer moderner. Man wissen Sie, wenn Sie heute ein Bauwerk errichten und Tag und Nacht Ihre Leute herumturnen, damit Eröffnungszeitpunkte eingehalten werden, und der Bauherr sagt, ja da noch und dort noch, und dann wirst du aber nicht fertig, weil
Mieterausbauten, Details fehlen, ja, die kannst du nicht fertig machen und macht nichts und tun wir das und tun wir da. Und dann sagt dann, jetzt müssen wir Penale ziehen, weil es 16 Tage zu spät fertig geworden sind. Das hat wenig Charme. Ne? Das ist, aber auch wir bemühen uns, die Institutionen im eigenen Haus, Claim Management, wir haben viel mehr Juristerei. Ich komme selber aus, mein Urberuf ist der Jurist. Ja, dann ist es so. Ne? Viel Geldvernichtung, ginge anders, aber heute mit vielleicht ein keckes Thema immer dieses Bestbieterprinzip. Ne? Sagen Sie mir an, bei Bund, Land oder Gemeinde, der mich als Zweiter, der 3% teurer ist, beauftragt, ob der ein glückliches Leben hat. Das müssen Sie mir mal erzählen. Das werde ich nicht erleben, habe ich noch nie erlebt. Und aus der Sicht der Betroffenen nachvollziehbar und verständlich. Aber diese Kriterien, die müssten anders lauten, aber ich zähle nicht zu denen, die denen das morgen so in der warme Empfehlungen gibt. Es ist so, wie es ist. Und der Herausforderung stellen wir uns schon sehr lang. Und die Habe ist über 100 Jahre alt und hofft, auch das zweite Jahrhundert zu vervollständigen. Das merkt man schon. Es ist immer, wissen Sie, partnerschaftliches Tun, ja, in der Errichtung von Prototypen wäre dringend notwendig. Aber es kriegt so einen unangenehmen Geruch, ja. Über das hat man vor 10 und 20 Jahren nicht nachgedacht. Und da ist auch nichts Böses passiert. Es ist halt so. Herr Dr. Steinmeier, das waren wirklich sehr interessante Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch viele erfolgreiche und großartige Bauvorhaben und danke Ihnen noch einmal fürs Kommen. Gerne, ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön. An dieser Stelle möchte ich auch unseren Zusehern einen recht herzlichen Dank aussprechen. Unser Kanal hat schon über 600.000 Aufrufe und das freut uns natürlich sehr. Halten Sie uns die Treue.